kleinen Wohnung und bin ziemlich außerhalb, deswegen gehen wir jetzt erstmal ein bisschen Metro fahren, eine Kleinigkeit frühstücken und dann geht's los. Wartet man gerne mal um die 2 Stunden, zahlt um die 20 Euro und innen drin ist quasi nichts. Deswegen sparen wir uns den Spaß und ja, schauen uns weiterhin ein bisschen um hier. Circus Maximus oder dem, was davon übrig ist. Es gibt hier nämlich tatsächlich mehr oder weniger nichts mehr, außer so ein ganz kleines bisschen Gemäuer da hinten. Alles andere ist heutzutage nur noch eine große Wiese und noch nicht mal eine schöne. Ja, aber natürlich, wenn man sich rein die Größe des ganzen Zirkus hier anschaut und die ja, zumindest Grundform hier ist ja doch noch so ein bisschen erhalten geblieben. Dann ist es natürlich schon ziemlich beeindruckend für 2000 Jahre alt. Und ja, wenn man dann noch ein bisschen was sehen möchte, dann muss man halt da rüber schauen zum Forum Romanum. Aber Circus Maximus ist leider Geschichte. Hier befinde ich mich nun im Rosengarten von Rom. Ich weiß gerade leider nicht mehr genau wie viele, auf jeden Fall deutlich über 100 verschiedene Rosensorten gibt es hier zu sehen. Alle auch gerade in voller Blüte, sehr cool. Und wenn einem das nicht reicht, gibt es da drüben auch noch die Competition Area, ja, wo scheinbar Wettbewerbe für die geilsten Rosen von Rom stattfinden. Ist aber derzeit leider geschlossen. Ja. Schauen wir uns also den öffentlich zugänglichen Partner ein bisschen an.